shit. Ja, Freunde, und mit diesem Shit, so kennt man ihn, begrüßen wir euch zurück pünktlich um 19 Uhr. Willkommen zurück, hier sind die Tagesthemen. Vollkommen ohne Zusammenhang hier, ja. Tja, wieder ein neuer Teil unseres Let's Play Togethers, Ace Ventura, der vierte Teil. Ab in die Strafanstalt. Und da gehörst du hin. Aber von da kommen wir gerade. Nein. 6. September 1542. Strafanstalt, Besucherraum. Hallo. Oh, Sie sind wieder da. Haben Sie den Anwalt gefunden? Nein, ja. Was sage ich ihr denn jetzt? Nun sind Sie... Ach, einfach ehrlich. Ich denke, Sie sollten diesen Mann nicht engagieren. Da steht ein E. Ja, ist französisch, mein Freund. Engagieren. Oh. Er erschien mir nicht gesund zu sein. Er war nur noch Haut und Knochen. Punkt, Punkt, Punkt. Was ist wirklich passiert? Er ist voll fettig, ist er explodiert. Sagen Sie nicht, hat er sich geweigert, mir zu helfen? Ja. Punkt. Ich verstehe. Dann bin ich jetzt ganz allein. Dann dauert es nicht mehr lange, bis ich einen Pflichtverteidiger kriege. Und die lacht dabei. Ich nämlich. Schon 16 Uhr. Oh, ich muss gehen. Die Zeit ist um. Was soll ich tun? Soll ich ihr hier sitzen lassen und nach Hause gehen? Nein, Maya verteidige natürlich. Ich würde echt, also ich wäre jetzt echt gespannt, was passieren würde, so handlungsmäßig, wenn wir die jetzt einfach da sitzen lassen würden. So, zack, Spiel beendet. Wir überspringen die nächsten 4 Kapitel und springen direkt zum Schluss. Ja, genau. Ich habe mich entschieden. Ich werde sie verteidigen, ob sie wollen oder nicht. Was? Warum? Warum? Nun, ich kann sie nicht verlassen. Jemand anderes hat es getan, ich weiß nicht warum. Ich kann sie nicht verlassen. Stimmt. Ich habe meine Chefin geliebt. Punkt, Punkt, Punkt. Niemand ist so bedauernswert wie eine Person ohne Freunde. Ich weiß das. Ich stand auch schon mal alleine da. Das ist lange her. Oh Mann. Warum bin ich Anwalt geworden? Weil jemand sich um die Leute kümmern musste, die niemanden an ihrer Seite haben. Oh, wie süß. Maya, ich lasse Sie nicht im Stich. Sie können auf mich zählen. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist so lieb von Ihnen. Punkt, Punkt, Punkt. Nuff. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Die hat's mit ihren Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Nächstes Kapitel. Sprachlos. Gut. Dann lassen Sie uns das hier durchstehen und Sie hier rausholen. Ja, ja, einverstanden. Vielen Dank. Wow, sie lächelt endlich. Sie sieht gleich wie eine völlig andere Person aus. Eine letzte Frage. Punkt, Punkt, Punkt. Sie sind unschuldig, oder? Ja! Und ich vertraue Ihnen. Punkt, Punkt, Punkt. Und Sie vertrauen mir auch, okay? Abgemacht. So, wie geht es weiter? Das ist etwas, das mich schon lange beschäftigt. Was war in der Schublade dieser Was war in der Schublade dieser seltsamen Frau? Als ich versuchte hineinzusehen, wurde sie nervös. Da muss etwas drin sein. Na, schauen Sie ja. Tja, was nu? Ja, wollen wir nochmal zum Hotel gehen und nochmal gucken? Gucken? Na, dann gucken wir mal, ne? Hotel. Vielleicht ist er ja gerade nicht da. Ach du. Ja. Heilige, das bist doch du, das bist du. Nee, französisch bist du. Guten Tag, der Herr. Entschuldigen Sie, wer sind Sie? Ich bitte um Verzeihung, mein Herr. Ich bin der Page dieses Etablissements. Stets zu Diensten, mein Herr. In Ordnung. Ich bin gekommen, um Ihnen Ihre Bestellung aufs Zimmer zu bringen, mein Herr. Wissen Sie von Frau May? Wissen Sie, wo von... wissen Sie, wo Frau May sein könnte?
Ah, unser Gast Frau May nutzt wohl gerade die sanitären Einrichtungen. Wenn Sie keine Wünsche haben, werde ich mich empfehlen. Bitte, bleiben Sie, solange Sie möchten. Genießen Sie. Ja. Nein, warten Sie, hey! Warum blamiere ich mich eigentlich jedes Mal, wenn ich hier bin? Ach, Moment mal! Das ist meine Chance, ein wenig zu schnüffeln. Mensch, Mensch. Oh. Oh, hätte ich fast vergessen. Ach, da sind sie ja wieder. Darf ich Sie bitten, Frau May zu informieren, dass eine Nachricht für Sie vorliegt? Sagen Sie ihr bitte, dass Herr White vom Blue Corp angerufen hat. Oh, Klasia. Herr White? Von Blue Corp? Wo habe ich den Namen schon mal gehört? Komisch, komisch, komisch. White. Das war sein Name. Das hat mir meine Schwester erzählt. White war der Name des Mannes, der Mias und Mayas Mutter ruiniert hat. Ha. Kann das ein Zufall sein? Ja, ein reiner Zufall. So, bewegen. Tschüss hier. Genau. Schraubenzieher, Schraubenzieher. Jetzt kommt die wieder. Ein Schraubenzieher steckt zur Hälfte in dieser halb offenen Schublade. Das ist meine Chance herauszufinden, was da drin ist. Bling! Ausrufezeichen. Na, was haben wir denn da? Eine Wanze? Hm. Was macht eine Frau wie Sie mit so etwas? Wanze zur Gerichtsakte hinzugefügt. Auch nicht schlecht. Diese Frau May ist definitiv verdächtig. Warum sollte sie so etwas in ihrem Hotelzimmer haben? Dafür muss es einen Grund geben. Ich weiß es. Na gut. Ich werde diesen Hinweis morgen vor Gericht verwenden. So viel ist sicher. Und was Maya betrifft, ich werde diese Frau aufknüpfen. Ich werde sie mir vorknüpfen. Oh, ach nee. Oh, Page, immer noch hier. Oh, Zeit zu verschwinden. Ich freue mich schon auf ein heißes Tänzchen mit Ihnen, Frau May. Oh, vor Gericht. Oh Gott. Fortsetzung folgt. Speichern? Hattest du nicht gesagt, die Kapitel werden länger? Wart's ab. Ach, wart's ab? Wir sind schon jetzt im dritten. Meinst du? Schalte das System nicht aus und siehe ab davor, deinen Monitor zu zerstören. Guck mal, das ist kein neues Kapitel. 7. September 1000. Bezirksgericht, Gerichtssaal Nr. 1. Es geht wieder in Verhandlung. Praktisch. Ah, das Gericht verhandelt jetzt den Prozess gegen Frau Maya Fay. Ach so. Edward. Die Staatsanwaltschaft ist bereit, euer Ehren. Die Verteidigung ist bereit, euer Jan. Miles Edgeworth. Ich darf heute keine Schwäche zeigen, sonst wird er sofort bei mir rummeckern. Herr Edgeworth, das Gerücht bittet Sie um die Eröffnungsplädoyer. Ihr Eröffnungsplädoyer. Danke, euer Ehren. Die Angeklagte, Frau Maya Fay, befand sich am Tatort. Der Staatsanwaltschaft liegen Beweise vor, dass sie den Mord verübt hat. Und wir haben einen Zeugen, der sie dabei gesehen hat. Die Staatsanwaltschaft hat keine Zweifel über die Fakten in diesem Fall, euer Ehren. Ich verstehe. Vielen Dank, Herr Edgeworth. Dann lassen Sie uns beginnen. Wenn wir unseren ersten Zeugen aufrufen dürfen, euer Ehren. Die Staatsanwaltschaft ruft Inspektor Gumshoe, zuständiger Beamter am Tatort, auf. Zeuge, bitte nennen Sie dem Gericht Ihren Namen und Ihren Beruf. Jawohl! Ich heiße Dick Gumshoe. Ich bin der für Morde zuständige Inspektor im Polizeibezirk. Inspektor Gumshoe.
Bitte schildern Sie uns die Einzelheiten des Mordes. Sehr gerne. Ich werde es Ihnen am Bodenplan des Büros erläutern. Ach, herrje. Die Leiche wurde hier, bei diesem Fenster, gefunden. Und was war die Todesursache? Verbluten nach einem Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Die Mordwaffe war eine Statue des Denkers, die neben der Leiche gefunden wurde. Sie ist schwer genug, um selbst einem Mädchen als tödliche Waffe zu dienen. Das Gerücht erkennt die Statue als Beweis an. Sie bezeichnen die Mordwaffe immer noch als Statue? Bodenplan zur Gerichtsakte hinzugefügt. Nun, Inspektor. Ja? Sie haben Frau Maya Fay, die sich am Tatort befand, sofort verhaftet, richtig? Können Sie mir sagen, warum? Ja, sicher. Es gab eindeutige Beweise, dass sie es war. Inspektor Gumshoe? Bitte sagen Sie vor dem Gericht über diese eindeutigen Beweise aus. Ja, nun, also, da muss ich sagen, dass, als der Anruf kam, eilte ich sofort zum Tatort. Dort befanden sich bereits zwei Personen. Die Angeklagte, Frau Maya Fay, und der Anwalt, Herr Phoenix Wright. Ich habe Frau Maya Fay sofort festgenommen. Warum? Wir hatten eine Zeugenaussage mit ihrer Beschreibung. Die Zeugin hat Frau Maya Fay genau zum Zeitpunkt des Mordes gesehen. Genau zum Zeitpunkt, sagen Sie? Nun gut. Herr Wright, Sie können mit dem Kreuzverhör beginnen. Ja, euer Ehren. Was soll ich nur fragen? Ich habe keinen einzigen Widerspruch in dieser Aussage finden können. Wusch! Klatsch! Hey, Maya hat gerade etwas nach mir geworfen. Au! Was ist denn das? Wenn meine Schwester keinen Widerspruch in der Aussage eines Zeugen finden konnte, dann hat sie geblufft und den Zeugen zu jedem Detail ausgequetscht. Der Zeuge verspricht sich immer in etwas und sagt was Falsches. Das hat sehr oft funktioniert. Hätte mir denken können, dass Maya einige Tricks ihrer Schwestern kennt. Also gut, ein Versuch ist es wert. Ist irgendetwas? Nein, euer Ehren. Ich würde gerne mit dem Kreuzfeuer beginnen. Dafür ist dann wahrscheinlich das Angreifen, was da oben noch steht. Als der Anruf kam, eilte ich sofort zum Tatort. Dort befanden sich bereits zwei Personen. Die Angeklagte, Frau Maya Fay, und der Anwalt, Herr Phoenix Wright. Ich habe mal Frau Maya Fay sofort festgenommen. Jetzt angreifen? Na, geh erstmal noch weiter, wir können ja immer zurück. Warum? Wir hatten eine Zeugenaussage mit ihrer Beschreibung. Jetzt? Der Zeuge hat Frau Maya Fay genau zum Zeitpunkt des Mordes gesehen. Da vielleicht, aber du bist der Anwalt. Scheiße. Du musst schon vorlesen, was da steht. Ach ja. Muss ich jetzt nochmal lesen? Nee, ne? Nein. Okay. Moment mal! Warum? Was ist der Grund? Warum? Wir hatten eine Zeugenaussage mit ihrer Beschreibung. Die Zeuge, bla 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 bla. Ich muss so wirklich an Meyers Rat halten und ihn bei was Verdächtigem angreifen. Vielleicht das mit der Zeugenaussage. Wo kam die Augenzeugen an Dings daher? Angeklagt, habe vor festgenommen. Warum Zeugenaussagen da? Moment mal! Warten Sie mal! Ja?
Wenn ich richtig verstanden habe. Haben Sie gesagt, Sie hätten sie verhaftet, da eindeutige Beweise gegen Sie vorlagen. Hä? Ich soll das gesagt haben? Ich habe es genau gehört. Sie haben wirklich gesagt. Sie haben es gesagt. Was an der Behauptung dieser verdächtigen rosa Dame waren eindeutige Beweise? Wie bitte? Frau Mai ist nicht verdächtig und sicher auch nicht rosa, mein Bester. Mai? Na gut, ich denke, sie ist wohl doch rosa. Das reicht. Inspektor Gumshoe, haben Sie irgendwelche handfesten Beweise außer Ihrer Behauptung, Inspektor? Ich denke, angreifen kann so meine Vorteile haben. Kann so seine Vorteile haben. Ja. Ach, Mist. Tut mir leid. Habe einiges in meiner Aussage durcheinander gebracht, euer Ehren. Es gibt da was ich Ihnen als erstes hätte sagen sollen, euer Ehren. Nun gut, Inspektor. Dann wollen wir Ihre Aussage nochmal hören, anhören. Nicht schon wieder von vorne. Nach Festnahme der Verdächtigen habe ich den Tatort selbst untersucht. Dabei habe ich neben der Toten ein Stück Papier mit einer Notiz gefunden. Darauf stand deutlich Maya mit Blut geschrieben. Und die Labortests ergaben, dass es sich um das Blut des Opfers handelt. Es wurde auch Blut am Finger des Opfers gefunden. Bevor es starb, schrieb das Opfer den Namen der Mörderin. Na, was sagen Sie nun? Das sind meine eindeutigen Beweise. Sag oft Bevor wir mit dem Kreuzfeuer beginnen, habe ich eine Frage an Sie, Inspektor. Euer Ehren? Warum haben Sie beim ersten Mal nichts von diesem wichtigen Beweisstück gesagt? Es ist mir wirklich peinlich, dass ich es vergessen habe, euer Ehren. Seien Sie in Zukunft bitte sorgfältiger. Nun gut, die Verteidigung kann mit dem Kreuzfeuer beginnen. Na, dann hau mal einen raus. Ja, nach Festnahme der Verdächtigen habe ich sofort den Tatort selbst untersucht. Dabei habe ich neben den Toten ein Stück Papier gefunden mit einer Notiz. Stimmt das? Also haben wir ihm doch gar nicht gezeigt, oder? Das hatten wir doch bei uns. Einkaufsquittung mit in Blut geschriebenen Buchstaben auf der Rückseite. Tja, die Frage ist, muss man da jetzt angreifen oder ihm das halt präsentieren? Dieser Beweis belegt klar den Widerspruch in dieser Aussage, euer Ehren. Und wie genau hängen der Beweis und die Aussage zusammen? Gar nicht, oder? Nee. Kein bisschen. Alright, sehen Sie sich die Fakten an, bevor Sie Anschuldigungen erheben. Ein Leben weg. Das hat mir beim Richter wohl kaum Punkte gebracht. Tja. Vielleicht einfach nur angreifen? Ich weiß es nicht. Kam da jetzt noch was? Hat er noch was gesagt danach? Weiß ich nicht. Wait. Inspektor Gumshoe, haben Sie viele Fälle, in denen das Opfer tatsächlich den Namen des Mörders notiert? Sicher, das passiert ständig in Büchern und Filmen. Das ist kein Film, Inspektor. Lassen Sie uns über die Realität reden, ja? Ich glaube, ich habe noch nicht oft davon gehört. Nein. Finden Sie es nicht etwas seltsam, dass das Opfer einen Namen aufgeschrieben hat? Insbesondere den Namen der eigenen Schwester?
Nun, ja, da haben Sie nicht ganz Unrecht. Einspruch! Stopp, stopp, stopp. Nee. Die Meinung des Zeugen in dieser Frage ist irrelevant. Die Fakten sind eindeutig. Das Opfer hat den Namen der Angeklagten aufgeschrieben. Das Opfer hat uns den Namen seines Mörders mitgeteilt. Ruhe! Ruhe! Das ist daneben gegangen. Das ist richtig, was er gesagt hat. Na. Der Stab schrieb das Opfer den Namen der Mörderin. Tja. Kann man nicht gegen was sagen, wirklich, ne? Naja, wobei vielleicht. Da war Blut an. Moment, da war Blut an dem Finger. Genau, und da müsste ja theoretisch. An der Statue auch Blut sein. Nee, an der Statue nicht, an der Blut, an den Glasscherben ja eigentlich. Weil wie soll sonst sie plötzlich Blut am Finger haben? Moment, wo stand das? Es wurde auch Blut am Finger des Opfers gefunden. Dann zeig ihm mal die Glasscherben vielleicht. Der zerbrochene Überreste einer Stehlampe aus Glas. Nicht mehr wiederzuerkennen. Nehmen wir das TEH weg, ne? Haha. Da muss ein S noch mit dabei sitzen. Ja, ja. Ein C. Meinst du, ja? Shift 1 oder so. Dieser Beweis belegt klar den Widerspruch in dieser Aussage, euer Ehren. Und wie genau hängen der Beweis und die Aussage zusammen? Gar nicht, oder? Was machst du auch? Nee, kein bisschen. Herr Wright, sehen Sie sich die Fakten an, bevor Sie Anschuldigungen erheben. Und noch ein Nebenweg. Das hat mir beim Richter wohl kaum Punkte gebracht. Wir sollten wir speichern, bevor wir wirklich draufdrücken. Tja. Denk, okay, da muss es irgendwo einen Widerspruch geben. Mal sehen, wo. Okay, also doch ein Widerspruch. Nach Festnahme der Verdächtigen habe ich den Tatort selbst untersucht. Vielleicht sollten wir ihm da schon irgendwas geben, dass wir ihm irgendwie beweisen können, dass er den Tatort nicht untersucht hat. Hat er das nicht? Ach man, ich weiß es doch nicht. Dabei habe ich neben der Toten ein Stück Papier mit einer Notiz gefunden. Das hat nicht er gefunden, sondern wir. Dann greift mal an. Moment mal! Nur weil es neben der Toten lag, bedeutet es nicht, dass sie es auch geschrieben hat. Hört, hört! Wer hat es denn dann geschrieben, sie Klugscheißer? Ja, es ist dasselbe Blut. Wer? Ich! ja, Frau May vielleicht. Meinst du? Ich habe gesagt vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Also du bist der Der Mörder? Ich würde eher sagen, der Mörder. Dann sagt der Mörder. Der Mörder. Das ist doch klar. Sie sagen also, die Mörderin schrieb ihren eigenen Namen? Oh Mann, bitte. Sie wurde reingelegt. Einspruch. Moment mal. Wenn dem so ist, wo sind dann Ihre Beweise? Stöhne! Ich glaube, Sie haben sich da etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ohne Beweise sollte man lieber den Mund halten, Herr Wright. Genau, mein Bester. Ach, Scheiße. Nun, Inspektor, sagen Sie uns, was in der gefundenen Notiz stand. Darauf stand deutlich Maya mit Brot geschrieben. Wie der Brothetzer gern, dass es sich um das Blut des Opfers handelt. Es hätte auch jemand anderes schreiben können.
Ja, theoretisch schon, aber das hätte ja eigentlich er eben sagen müssen, ne? Tja. Ja, jetzt sind wir ja dann gleich wieder. Ja, jetzt sind wir wieder da. Was für Tests waren das gleich wieder? Hä? Was für Tests? Sie nehmen die kleinen Teile im Blut, das Hämoglobins, Bobbin. Ich weigere mich, zu dieser Sache auszusagen. Ich bin kein Bluttestexperte. Ja, das war offensichtlich. Sie können mit Ihrer Aussage fortfahren. Danke, mein Bester. Ich meine natürlich euer Ehren. Inspektor Gumshoe. Ja. Ich denke, Sie können mit einem netten Gehaltsbonus rechnen. Tschüss. Oh? Oh, hoho. Ho. Das war nix. Richtig. Wo war ich? Tja, Freunde, ich würde sagen, wir überlegen einfach hier nochmal ein bisschen offscreen. Mhm. Und schauen mal, ob wir das hinkriegen irgendwie. Noch in diesem Teil, oder? Er geht jetzt schon fast eine halbe Stunde, ne? Ja, okay. Dann machen wir hier Schluss, Freunde, und sehen uns dann morgen hoffentlich mit der Aufklärung dieses Falles wieder. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu. Und ciao.